Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Hier ist es richtig muggelig gerade. Das Wetter ist nämlich seit mehreren Tagen bei uns nicht mehr so richtig dolle. Und ja, das finde ich ja besonders schön, weil da kann man sich so richtig schön einkuscheln, Kaffee und Tee. Ach ja, ich liebe die Jahreszeit einfach. So ist es. Ja, und diese Woche war bei mir es wieder ein bisschen klötzchenlastig. Denn ich habe euch ja versprochen, ich möchte einen Adventskalender aus Klötzchen machen und das ist passiert diese Woche. Und ich finde auch, der ist richtig, richtig schön geworden. Zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Aber jetzt hangeln wir uns erstmal so ein bisschen durch die Woche. Das Motto dieser Woche ist auf jeden Fall Weihnachten und Co. und Wichtelliebe. Genau. Denn ich würde sagen, man kann jetzt Weihnachten auch nicht mehr ganz so extrem weit von sich schieben. Also außer die, die wirklich auf den letzten Drücker etwas für Weihnachten basteln. Weil ich finde, wenn der Oktober angebrochen ist, dann ist ruckzuck Weihnachten. Also ich weiß nicht, der November, der ist schon gefühlt ja damit gefüllt, dass man da schon die Weihnachtsdeko hinstellt, dass da ja schon die ersten Weihnachtsmärkte anfangen. Und ja, also wenn das losgeht, dann ist schon Weihnachten und dann ist auch schon Weihnachten wieder rum. Also das geht irgendwie immer rucki-zucki. Ja, und deswegen glaube ich, auch ich werde jetzt langsam mit der Weihnachtssaison starten. Deswegen ist mir auch der Adventskalender irgendwie nicht so schwer gefallen diese Woche, weil ich eh schon so leichte Tendenzen auch Richtung Weihnachten aufbauen kann bei dem Wetter. Genau. Ja, aber jetzt erstmal zum Umschlagmontag. Da gab es nämlich weitere Bausätze für den ersten Umschlag. Der quadratische ist das ja. Und da konntet ihr jetzt für die Basis nochmal zwei neue Stanzen bekommen. Und zwar einmal das Inlay gerade und einmal Quadrat Add-on gerade Laschen. Na, da sah der Umschlag dann nicht mehr so aus wie bei mir das letzte Mal, dass die Laschen alle da so reingeklappt waren, sondern es gibt zwei Laschen, einmal für vorne, einmal für den Deckel und für die Seiten könnt ihr die alten Laschen ja noch weiter benutzen. Und dann sah der quadratische Umschlag auch schon wieder komplett anders da aus wie beim letzten Mal. Und ich kann euch schon so viel verraten, der nächste Montag, was ja jetzt auch nicht mehr so lange weg ist, da gibt es richtig tolle Add-ons, da könnt ihr euch nämlich dann Boxen bauen. Aber das zeige ich euch am Montag, also sofern ich es schaffe, da noch was zu werkeln, weil bei mir ist das auch zeitlich im Moment irgendwie sehr schwierig. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so viel zu tun, dass es mir richtig schwer fällt, am Basteltisch Zeit zu verbringen und irgendwie gefühlt alles nur zwischen Kuchenbacken und Arschbacken mache. Und deswegen, aber ich habe es auf jeden Fall vor, weil auch diese Variante von dem Umschlag habe ich bei den Mädels gesehen. Die hat mir so, so gut gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen Papier aus dem Shop nochmal geordert. Da möchte ich euch nämlich was mit zeigen. Das kam letztes Jahr raus. Das ist dieses Kraftpapier von Kreativdepot, was auch bedruckt ist. Und das ist auch richtig, richtig toll, weil es eben auch diese Stabilität hat. Und da habe ich mir selber, weil ich nichts mehr da habe, an großen Stücken erstmal ein bisschen was geordert und damit möchte ich gerne dann die Boxen machen. Deswegen, ich hoffe, das kommt noch rechtzeitig an und dann zeige ich euch da auf jeden Fall was mit. Genau. So, das war einmal der Umschlagmontag. Dann gab es das Mittwochsspezial. Da habe ich euch ja auch ein Video gemacht. Und zwar haben wir da einmal diese Boxen gebastelt, beziehungsweise diese hier mit der Turmverpackung. Das war ja das Mittwochsspezial von dieser Woche. Und in diesem Zuge zeige ich euch heute mal, also nur die Farbe an sich, das neue Designpapier, was letzte Woche in den Shop gewandert ist. Das ist nämlich das Basic Herbstbeere und es ist eine so traumhaft schöne Farbe. Es sind die üblichen Designs. Ich zeige die euch jetzt nicht noch mal alle, weil ihr kennt sie mittlerweile. Aber die Farbe an sich, ihr seht das schon, ist ein wunderschöner, bärig Ton und ich liebe diese Farbe sehr. Also bisher war ja so Vintage Mint eine meiner Lieblingsfarben und Heide war ganz toll, aber die hier toppt das, ne? Das ist so 100% meins und deswegen, ja, bin ich mega happy. Ich finde ja auch das Apfelkernchenpapier ist so eins meiner Lieblingsdesigns. Die Punkte, die Streifen, eigentlich alle Designs, aber bei der Farbe, da
Also ja, da könnte ich jetzt im Moment alles mit basteln. Also wahrscheinlich werde ich auch einen Umschlag mit der Farbe basteln in Kombination mit Kraftpapier, weil ich finde, das passt auch wunderschön dazu. Aber auch diese Kombi mit Weiß und Schwarz gefällt mir mega gut. Da hatte ich ja schon in der Farbe Heide ein Album mitgemacht und ich muss sagen, ich finde, wenn der Hintergrund so dieses Bärige hat und man dann mit Schwarz-Weiß dekoriert, das hat was. Also mir gefällt es super gut. Ich denke, dass ich davon auch noch ein bisschen was designen werde mit dem Apfelstempelset hier. Die Pilze habe ich ja jetzt hier verwendet und vielleicht mache ich dann irgendwie so einen Umschlag mit dem Apfelset. Überlege ich mir noch. Werdet ihr sehen. Oder auch nicht, man weiß es ja nicht. Genau, das war einmal das. Dann, ja, wo mache ich weiter? Ich will nicht so ganz durcheinander, weil es gab am Donnerstag noch den Mental Health Day. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Tag tatsächlich. Es gab dazu auch ein paar Produkte. Ich habe allerdings nur dieses hier. Es gab aber noch ein anderes Produkt. Und das hier ist der Scandi Traumfänger. Da habt ihr hier solche Motive dazu und auch tolle Sprüche. Folge deinen Träumen, sie kennen den Weg und träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Finde ich ja super schön, die Sprüche. Also alleine nur wegen den zwei Sprüchen finde ich das Stempelset schon super genial. Ich finde aber auch, man kann es wieder perfekt für Babygeschichten nehmen, weil das sind ja so diese typischen Motive, die man ja da auch verwenden kann. Ein sehr, sehr süßes Set. Und lässt sich auch an der einen oder anderen Stelle bestimmt schön kolorieren. Ne? Also die Motive hier mit dem Regenbogen und den Wölkchen, sehr, sehr niedlich. Ja, das gab es und wie gesagt noch ein anderes. Aber bei dem anderen, das habe ich irgendwie nicht. Ja, deswegen kann ich euch da gar nichts zeigen. Dann gibt es heute zwei Schablonen. Und zwar diese beiden. Einmal Designline gestrichelt und einmal Punkte, kleines Pünktchen. Sehr cool, kann man wieder toll für Hintergründe verwenden. Vor allem das hier finde ich sehr interessant, weil das eben diese Linienstriche hat. Gefällt mir richtig gut. Kann man sich auch einfach ein bisschen unterschiedlich aufbringen, auf einer Karte zum Beispiel mit Paste und dann das direkt schon als Hintergrund nehmen. Auch ein bisschen versetzen in der Höhe. Also ich würde das jetzt nicht so, wie das jetzt hier auf diesem Stencil ist, sondern ich würde mir hier so ein bisschen was mit Paste auftragen und dann wieder so ein bisschen versetzt hier runter. Dann hat man nämlich schon einen tollen Hintergrund und kann damit stanzen und stempeln, mit Sicherheit schöne Sachen mitmachen. Und deswegen Schablonen gehen ja grundsätzlich immer, finde ich. Ja. Und Punkte gehen auch immer. Das ist so. Genau, also zweimal Schablone. Dann, wo mache ich weiter? Ich mache weiter mit Stanzen. Denn meine Inspiration, die möchte ich euch nachher nochmal zeigen. Denn da gibt es auch noch ein paar News, die ich verkünde. Genau. Deswegen erstmal Stanzen. Und zwar gibt es heute drei richtig süße Häuserstanzen von Katas Atelier. Einmal Papierhäuschen 1, Papierhäuschen 2 und Papierhäuschen 3. Genau. Und ja, das sind natürlich wieder perfekte Weihnachtsstanzen. Da kann man kleine Teelichter reinpacken. Man kann daraus eine Verpackung machen. Ich glaube, damit kann man super viel machen. Ich hatte auch was angefangen damit, deswegen ist das hier auch schon offen. Aber es ist im Müll gelandet, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, weil ich wollte daraus eine Verpackung machen, aber es hat mir so gar nicht gefallen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nö, dann halt nicht. Auch das passiert mal, dass ich eine Idee im Kopf habe, sie versuche umzusetzen und mir denke, nee, das sieht gar nicht danach aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kann ich euch auch leider dazu nichts zeigen, weil ich war dann auch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, machst du es jetzt fertig, zeigst du es trotzdem, aber es war einfach nicht stimmig für mich. Und dann mag ich das auch nicht so gerne zeigen, nicht weil ich mich nicht traue, auch meine Fails zu zeigen, sondern einfach, weil ich euch ja Inspirationen geben möchte, die ansprechend sind und die ja auch für euch einen Mehrwert haben. Und wenn sie für mich schon selber keinen Mehrwert haben, dann macht es ja auch keinen Sinn, dass ich sie euch zeige. Genau. Aber ansonsten, ich finde die Stanzen sehr, sehr schön und ich hoffe, ich kann da auch noch mal ein bisschen was mitmachen. Aber jetzt erstmal kam dann keine Idee mehr damit. Ich habe mich da so ein bisschen auch mit blockiert dann. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein Projekt dann nicht so umsetzen könnt,
wie das so gedacht war, dann blockiert man auch gerne mal. Also zumindest ist es bei mir so, ich konnte dann irgendwie keine neue Idee mit den Stanzen finden und habe es dann einfach auch gelassen und habe mich anderen Sachen gewidmet, weil es ja nicht so, dass nicht auch ganz tolle andere Sachen heute noch in den Shop einziehen. Denn es gibt noch mal ein bisschen was zum Thema Cake-Topper. Da gibt es heute nämlich Sterne und noch ein mega schönes Sprüche-Set. Also ihr habt einmal hier die üblichen Stanzen, diesmal in Sternform. Designline Cake Topper Sterne. Ihr habt wieder ein tolles Stempelset, was ihr dann hier drauf stempeln könnt. Das ist dann Cake Topper Stern Hintergrund. Und da habt ihr hier Pünktchen, eine wunderschöne gestrichelte Linie wieder. Einmal das Wort lecker, süße Grüße und dann hier nochmal mit einer ganz filigranen Linie und ein kleiner Stern. Auch perfekt für Weihnachten. Also, ne, das ist ja jetzt nicht nur, dass man das für Kuchen oder so benutzt, sondern damit kann man auch mit Sicherheit tolle Deko machen für Karten, für Umschläge oder auch für Verpackungen. Jetzt ist ja absolut die Zeit der Verpackungen angebrochen. Und dann gibt es noch ein Sprücheset, was zwar für die Cake-Topper gedacht ist, aber das kann man auch für alles andere nehmen und deswegen liebe ich das auch so, weil es hat wieder diese Kombi geschwungene Schrift und etwas Geradliniges. Das ist ja meine Lieblingskombi. Das nennt sich Cake Topper Wünsche 2 und da habt ihr einmal Nervennahrung. Das ist alleine schon ein wichtiger Stempel. Kleine Köstlichkeit, vernasch mich. Süße Grüße für mein Sahnehäubchen. Prost auf dich. Kalorienbömpchen, Achtung süß, Seelenglück, hab dich lieb, Geburtstagsküchlein, Hüftgold, mit Liebe gemacht aus meiner Backstube. Kein Kuchen ist auch keine Lösung. Ja, das stimmt. Also ich finde das Set richtig toll, weil auch für so kleine Goodies, da passt doch super gut Hüftgold oder Vernaschmilch, süße Grüße. Also wirklich, also richtig toll. Ich denke, das ist wieder so ein Around-Set. Das wird auch nicht in meinen Schrank hinter mir einziehen. Das wird direkt neben mir einziehen. Da habe ich nämlich so eine Kiste, wo alle Schriften reinkommen, die ich besonders schön finde und die ich auch nutzen möchte. Und deswegen, da darf das rein. Genau, das waren einmal diese Sets. Dann gibt es heute noch ein bisschen was zu Weihnachten. Es gibt noch mal diese Stanzen. Und zwar sind das Quasten. Das ist einmal Layered Quaste Mitte und einmal Layered Quaste Groß. Und man kann es also unschwer erkennen. Die sind beide gleich, nur haben die eine Größe von, ja, sagen wir mal so gute 4,5 und die hier 3. Also so circa 1,5 cm kleiner. Da gab es ja auch welche schon, wo man wirklich sich 3D-Quasten basteln konnte. Und das hier ist jetzt aber so ein bisschen mehr übereinander geschichtet. Und genau, in zwei Größen. Dann zeige ich euch jetzt mal eine Inspiration. Das ist ja auch so ein bisschen fade. Und zwar haben wir heute wieder einmal die Projektliebe mit am Start. Und dieses Mal durfte ich mir wieder was Schönes für euch ausdenken und ich habe eine Kombi aus Klötzchen und Graupappe wieder gewählt. Das Projekt, muss ich dazu sagen, das ist schon eine ganze Weile entstanden. Deswegen nicht wundern, das passt jetzt so thematisch nicht zu dem Weihnachtsthema, weil das noch im Sommer entstanden war. Da habe ich auch eher das Thema Hochzeit gehabt und deswegen ist das hier so eine Hochzeitsgeschenkbox geworden, in der ihr hier wieder Glasröhrchen unterbringen könnt, wo man dann wieder perfekt Geld reinmachen kann. Und dann legt ihr das hier rein. Und dann habt ihr hier wieder eine sehr hochwertige Geschenkverpackung. Ja, und das ist die Projektliebe von diesem Monat. Und das sind jetzt auch so ein bisschen die News, die mich ein bisschen traurig machen. Es ist auch damit gleichzeitig das letzte Projekt. Denn ja, wie das Leben manchmal so ist, ist es einfach so, dass die Mädels, die in der Projektliebe-Gruppe mit dabei sind, dass das einfach zeitlich nicht mehr so gut funktioniert. Und
Ja, es soll ja Spaß machen, es soll kein Stress sein und deswegen ist das einmal hier die letzte Anleitung, die von der Projektliebe kommt. Man weiß nie, was die Zeit so mit sich bringt. Vielleicht gibt es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit, dass man sich als Gruppe zusammenfindet und irgendwie gemeinsam den Gedanken nochmal aufleben lässt, was diese Gruppe ja eigentlich bedeutet hat. Denn es war der Grundgedanke, dass man eben ein gemeinsames Projekt zusammenbastelt, es auch als Gruppe sich austauscht und einfach, ja, so dieses Gemeinsame stand da immer im Vordergrund. Und das ist halt schade, dass das sich so ein bisschen jetzt auflöst, aber man kann es ja nicht ändern. Und ich kann es auch gut verstehen, weil ich selber oft, ja, mit der Zeit struggle. Und es ist ja so, dass immer eine von uns sich eine Anleitung ausgedacht hat, die dann auch bebildert hat oder auch Text verfasst hat. Das braucht alles immer super, super viel Zeit. Und dann kann es halt oft auch passieren, dass sowas schnell dann doch, obwohl es ein schöner Gedanke ist, zu Stress wird. Und das soll es natürlich nicht sein. Deswegen seid nicht traurig, dass es von der Projektliebe erstmal oder vielleicht auch gar nichts mehr geben wird. Das wird sich einfach zeigen. Aber das ist jetzt nochmal ein schickes Projekt. Ich zeige es euch nochmal hier mit Klötzchen als Umrandung und eben dann dieser Graupappe-Innenbox. Das ist heute auch unser Watch Me Craft. Also nicht wundern, wenn ich da noch im T-Shirt sitze. Das ist eben schon eine Weile her, dass es entstanden ist. Und hier vorne habe ich dann es einfach so ein bisschen mit Herzen dekoriert und ist auch tatsächlich für eine Hochzeit gedacht. Und die findet auch tatsächlich jetzt statt. Und da darf das Geschenk endlich dann auch verschenkt werden. Ja. Ich denke, das ist wieder ein sehr schönes Projekt für alle, die eben die Kombi genauso sehr lieben wie ich. Graupappe und Klötzchen. Sieht halt immer sehr hochwertig aus, finde ich. Und es macht immer was her. Ja, das ist einmal das Projekt Liebe-Projekt. Und dann gibt es noch ein bisschen was zu Weihnachten. Es gibt noch dieses Bundle von der lieben Andrea von Frau Blütenstempel. Nennt sich Label Weihnachten und ihr habt die passenden Stanzen wieder dabei. Gerade für so Stempel finde ich das sehr, sehr schön. Das ist dann hier diese Outline-Stanze und ihr habt hier auch noch verschiedene mit Wellenrand, etwas breiter, etwas kleiner und einmal ein Kreis. Und dann habt ihr hier richtig schöne, ja, Label mit fröhliche Weihnachten, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Viele Grüße vom Nordpol, dann hier eine Schneeflocke, frohe Feiertage, gesegnete Weihnachten, frohes Fest. Ich habe da ja eine Stanze von Waffle Flowers und das ist ja so eine, die aussieht wie so eine, ja, die nennt sich auch Postage und da kann man diese Stempel super schön verwenden. Möchte ich auch noch dafür verwenden, denn ich habe für diese Stanze keine wirklichen Stempel so in dieser Richtung und dafür passt das natürlich perfekt. Genau. Dann gibt es einmal einen Cut-and-Emboss-Folder mit so kleinen Mini-Anhängern. Der nennt sich auch Mini-Anhänger Weihnachten 2. Ist wieder 11 x 15,5 und ihr seht schon, da sind super süße kleine embosste Anhänger dann drauf oder dabei. Und hier so mit so Cookies und die Candy Canes, also Zuckerstangen. Häuschen, ein Zweig, ein Kranz. Also wieder perfekt, um es an irgendeine kleine Kleinigkeit dran zu bämseln. Das finde ich immer sehr, sehr hübsch dafür. Und ja, jetzt geht ja auch so ein bisschen die Zeit los, in der man auch Nikolausgeschenke braucht oder vielleicht auch wirklich kleine Adventskalender bastelt. Also mein Adventskalender, den ich euch heute zeige, der ist ja auch eher Marke Mini. Aber da hätte das auch dran gepasst tatsächlich. Aber ich habe es dann doch ein bisschen schlichter gehalten. Dann gibt es einmal noch dieses Stempelset. Das ist Krawatte. Und das ist auch so ein bisschen auf Weihnachten, aber halt auf lustig, ne? Ihr seht hier so einen Pinguin, der so eine ganz lange Krawatte hat. Dann einmal hier, aber es kommt von Herzen. Und dann hier nochmal so eine, so ein Wellenrand. Krawatte passt immer, mit Liebe ausgesucht. Tradition ist Tradition. Alle Jahre wieder. Ein perfektes Geschenk für einen perfekten Menschen. Schöne Weihnachten. Hier steckt Freude drin. Toller Mann, tolles Geschenk. Passt nicht, gibt's nicht. Dann Umtausch ausgeschlossen. Nur für dich. Nicht immer meint es das Leben gut. Sag, dass es dir gefällt. Also wirklich ein sehr niedliches Set und
Keine Ahnung, verschenkt man heutzutage noch Krawatten? Also ich habe noch nie eine Krawatte geschenkt, aber ich glaube, wenn man das mal so als Gag macht, ist das auch ganz witzig. Sollte ich mir vielleicht auch mal überlegen, ob ich meinem Mann so zum Spaß mal so eine Krawatte zu Weihnachten schenke. Der wird auf jeden Fall richtig doof aus der Wäsche gucken, da bin ich mir sicher. Naja, vielleicht. Vielleicht mache ich das dieses Jahr mal. Dann gibt es einmal dieses Stempelset von der lieben Annika von Flabbe Art, nennt sich Designline. Erst eins, dann zwei. Und da geht es um das Thema Advent. Da habt ihr richtig schöne Adventskerzen, beziehungsweise hier Laternen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Adventssonntagsgeschenke bastelt, dann ist das natürlich ein perfektes Stempelset, weil dann könnt ihr quasi auf jeder eurer Boxen, könnt ihr dann einmal das abstempeln und am Ende ergibt es auch Sinn tatsächlich. Und dann habt ihr hier noch so wunderschöne Zweige, die auch so schön filigran gezeichnet sind. Sehr, sehr cool. Ja, so, jetzt kommen wir zu den letzten Produkten für diese Woche und meinem Highlight auch, was ich so gebastelt habe. Denn ich hatte euch versprochen, es gibt einen Adventskalender mit Klötzchen und ich werde diese Stanze verwenden. Und das ist auch genauso passiert. Das war hier die Herzschachtel Kartenwürfel. Die gab es mal als Mittwoch-Spezial. Und die war einfach deshalb so perfekt, weil sie genau 4 cm hat. Und ein Klötzchen hat halt in der Länge 16 cm, ergo konnte ich da perfekt 4 von diesen Boxen unterbringen. Jetzt ist es ein bisschen so, dass dieser Kalender etwas schwierig ist, in der Kamera einzufangen. Ich werde das mal kurz so ein bisschen auseinanderbauen, weil da steht auch oben drauf was. Aber das, wenn ich das euch jetzt da reinhalte, das seht ihr sowieso nicht. Außerdem ist das unser Sonntagsvideo und da habe ich euch den Kalender ein bisschen genauer gezeigt. Also ihr kriegt den noch besser zu sehen wie hier. Und zwar ist das hier das gute Stück. Also ich versuche das jetzt hier einfach mal so flach hinzulegen, denn ja, sonst sieht man irgendwie gar nichts. Ich habe bei dem Kalender, wie eben gesagt, 4-mal die Herzschachtel immer ausgestanzt in einer Reihe und habe das dann wiederum so aufgebaut, dass das auf jeder Seite so ist, ne? Weil 3 mal 4 ist 12, mal 2 ist 24. Ja, und das hat hier so schön gepasst. Da war ich mega happy. Dann habe ich hier die Seiten etwas dekoriert. Und zwar damit, das ist ein neues Stempelset, was es heute nämlich auch noch geben wird, von der lieben Steffi von Stilfein Design. Das nennt sich Cake Topper Weihnachtswünsche rund. Also gehört eigentlich auch noch in diese Cake Topper Reihe, aber auch hier, ihr seht, ich habe es anders da genutzt, weil man es auch nicht dafür nutzen muss zwangsläufig. Aber es passt eben auch auf die runden Cake Topper. Deswegen. Da gibt es hier einmal zauberhafte Weihnachtszeit und dann so einen kleinen Gnom, frohe Weihnachten und so ein Häuschen, dann hier so eine ein gepunkteter Kreis, dann hier ein Sternenkreis, ein Schneemann, ein Pinguin, eine Mütze, Sternchen, nochmal ein Sternchen und so ein, ja, so ein Kranz und hier nochmal ein Sternchen. Deswegen, und mir hatte das sehr gut gefallen, da einfach noch ein bisschen die Seiten mit zu dekorieren, weil sonst wäre das halt einfach so ein bisschen schnöde. Allerdings muss ich sagen, warum ist das bei mir so? Irgendwie frage ich mich gerade, warum mein frohe Weihnachten. Ich habe das richtig blöd aufgeklebt. Fällt mir gerade auf. Gott, ich hätte das nach oben packen müssen und das nach unten. Ich habe es genau falsch rum. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe das nicht mal im Video gesehen. Geil. Ich denke mir nur die ganze Zeit gerade eben, warum steht das auf dem Kopf? Ja, klar, weil ich das einfach falsch rum aufgeklebt habe. Vielleicht kann ich das nochmal retten, weil das ist ein bisschen doof. Aber ja, naja, gut. Da habe ich es richtig rum. Wow. Also zauberhafte Weihnachtszeit einmal richtig rum. Und dann den Gnom hier. Das ist hier so ein richtiger Fail, oder? Eigentlich müsste man ihn schon fast lassen. Oh mein Gott. Ah, besonders schön, wenn das auch erst mitten im Video auffällt. Aber gut, das bin auch halt leider auch echt total verpeilt. Aber es war auch so, ne, bei dem Kalender hier, das hat dann auch im Video, ich habe euch da ja mitgenommen, wieder auch beim ersten Versuch.
Das sind dann immer die weirdsten Sachen, die dann dabei rauskommen. Hier oben habe ich auf jeden Fall noch eine Stanze verwendet, die heute auch noch in den Shop kommt. Und die finde ich auch mega schön. Das ist hier die Stanze Frohe Weihnachten. Und die hat für den Adventskalender hier, ich hoffe, ihr seht das, so richtig schön gepasst. Denn vom Design hier ist es so, dass ich den Adventskalender recht grafisch wieder gehalten habe. Ich habe mir Designpapiere rausgesucht, die farblich zusammengepasst haben. Was mir auch erst hinterher aufgefallen war, was auch wieder so ein Fail war, ich hatte das ja so gedacht, dass ich eigentlich jedem Würfel hier so ein Vellum hinterlege. Und dann habe ich festgestellt, na gut, wenn ich da jedem so ein Vellum hinterlege, dann kriege ich das nicht mehr raus. Und deswegen hat jetzt eins in der Reihe immer so ein, also quasi das offene Herz, damit man das rausziehen kann und damit man dann die anderen überhaupt rausholen kann. Also nicht wundern, warum hat sie denn hier immer eins vergessen? Nein, das soll so sein, weil ich im Vorfeld ein bisschen ja, nicht so richtig drüber nachgedacht habe, wie ich diese Würfel da rauskriege. Denn in der Prototypenversion war die Seite hier nicht zu. Es hat mir aber im Endeffekt dann nicht gefallen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, hier die Klötzchen nochmal zu benutzen, um das zu schließen. Und dann war eben die Problematik hier mit dieser Schachtel. Aber ich denke, ich habe es so ganz gut gelöst. Wenn man jetzt in jede Schachtel, keine Ahnung, eine goldene Kugel reinlegt, dann sieht man die zwar, aber ich denke, das ist okay. Und dann, ja, dann ist das zumindest trotzdem einheitlich. Ja, genau. So, hier mein Fell nochmal. Und genau, was man dann hier oben noch hat, ist, dass ich hier noch solche Boxen gebaut habe. Könnt ihr das sehen? Schwierig. Naja, ich zeige euch einfach die Boxen mal so. Ihr versteht ja, dass man die da oben drauf stellen kann. Und zwar habe ich dann für den 6., also für Nikolaus und für den 24., nochmal größere Boxen gebaut. Denn da kann man dann einfach nochmal so ein bisschen was extra reinpacken, weil das sind ja auch nochmal so extra besondere Tage, also Weihnachten an sich und Nikolaus. Und dann hatte ich hier noch so zwei Mini-Boxen dazu gesetzt, damit es einfach nicht so ganz leer ist. Einmal hier die Herzbox und Sternbox. Und da passt natürlich auch nochmal so, keine Ahnung, ein kleines Ritter-Sporttäfelchen rein oder sowas. Und dann kann man das oben super schön drapieren. Und dann sieht das richtig schön aus. Und hier kommen heute nochmal ganz, ganz tolle Adventszahlen in den Shop. Und zwar von der lieben Carola, von Carolas Bastelstübchen. Das sind nämlich die Adventskalenderzahlen 1 bis 12 und 13 bis 24. Das ist natürlich ein Bundle. Und das ist so toll, weil ihr habt einmal die 8 ausgeschrieben und dann immer noch mit Text oder ihr habt nur die Zahlen oder ihr habt nur Text. Und das alles so wild durcheinander, das sieht richtig toll aus. Und ich hoffe, ihr könnt es auch hier sehen, wie schön geprägt das ist. Also man kann damit auch einen wunderbaren Adventskalender machen. Aber ich bin ehrlich, ich habe jetzt die letzten Jahre eigentlich jedem, den ich wirklich von Herzen gerne mag, einen Adventskalender gebastelt. Und die sind halt alle entweder aus Graupappe gewesen und sehr hochwertig, dass man die halt auch noch dieses Jahr verwenden kann. Und deswegen habe ich das jetzt mal so gelöst. Aber ich wollte euch ja, wie gesagt, unbedingt hier die Idee zeigen. Und der ist auch wirklich handlich. Also den könnt ihr euch problemlos auf euren Tisch stellen. Der ist recht klein, ne? Dadurch, dass der nur 16 und hier so ein paar zerquetschte, dass es mal 17 cm in der Breite hat und auch von der Höhe her nicht so ultra riesig ist, finde ich, passt das sehr, sehr gut. Im Video hatte ich auch überlegt, könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung dazu sagen, denn ich habe die Klötzchen-Variante doch als Prototyp gebaut gehabt, also nicht zu Ende, und habe jetzt dadurch zwei von diesen kleinen Adventskalendern. Da war meine Idee, dass ich doch einen davon auf jeden Fall gerne an euch verlosen möchte, um jemanden in der Adventszeit einfach eine Freude zu machen. Ich würde ihn natürlich auch bestücken und ja, dann einfach an einen von euch verlosen. Und da hatte ich einfach im Video da gefragt, ob ihr da drauf überhaupt Lust habt, weil ja, ich habe jetzt auch nicht vor, jede Woche irgendwas zu verlosen, aber das bietet sich halt einfach an, weil ich jeden schon damit beglückt habe, den ich gern habe. Und ich finde ihn aber auch sehr schön und für mich selber, mich damit zu beglücken, ist irgendwie auch sinnbefreit, weil da weiß ich ja, was drin ist. Außer ich muss ihm meinem Mann in die Hand drücken, aber ich habe ja eh zwei. Also einen davon kann ich ja trotzdem für mich nutzen. Und den anderen würde ich gerne einmal an euch, wenn ihr Lust drauf habt,
verlosen. Genau. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann denke ich, wenn das Zustimmung gibt, dann werde ich das nächste Woche machen, weil es steht ja auch noch die Auslosung von dem Mini-Album an. Da ist nämlich heute fertig. Da werde ich auf jeden Fall jetzt dann die Auslosung machen und das kriegt ihr dann auch nächste Woche mit. Da werde ich das dann verkünden. Genau. Ja, und damit wäre ich auch durch mit dem Freitag von dieser Woche. Das Watch Me Craft, wie gesagt, ist das letzte Projekt, liebe Projekt. Und da gibt es dann diese schöne Box mit Klötzchen und Graupappe. Und am Sonntag basteln wir dann den Adventskalender. Ja, genau. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt den Umschlägen widmen von der lieben Steffi, denn ich finde die echt mega und möchte da einfach noch ein bisschen jetzt dran rumwerkeln, dass ich euch am Montag auch was Schönes zeigen kann. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao! Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin diesen Monat wieder dran mit der Projektliebe. Und ja, also ich habe eine Idee im Kopf. Und ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, aber das wird heute wieder so ein Video, wo ich euch an dem Prozess dran teilhaben lasse. Und ja, es wird eine Kombination wieder aus Graupappe und Klötzchen. Deswegen habe ich mir hier schon mal aus Klötzchen was zusammengesetzt. Die Idee ist, ich brauche ein Geldgeschenk für eine Hochzeit. Und ich hatte mir vor längerer Zeit mal hier eine Packung mit Glasröhrchen bestellt bei Amazon. Kann ich euch auch unten verlinken. Sorry, ich habe hier schon ein bisschen Leim dran. Und zwar fand ich das ganz toll. Wir haben vor längerer Zeit auch auf einer Hochzeit ein Geldgeschenk mit so einem Röhrchen verschenkt. Und da kann man so toll die Geldscheine einfach reinmachen. Und dann sieht das ganz hochwertig aus, wie ich finde. Und diesmal möchte ich das aber so machen, dass es wie so eine Schubladenbox werden soll. Deswegen habe ich hier schon mal das Klötzchenkonstrukt. Und weil dieses Röhrchen in meinem Fall mit Korken so um die 20 cm ist, also ein bisschen weniger, habe ich mir hier schon mal Graupappe geschnitten. Also ihr seht, das würde jetzt hier nicht reichen, das nur aus Klötzchen zu machen, außer man würde alles sägen und da habe ich keine Lust zu. Also wird das so eine Geschichte, dass wir uns hier einen Einsatz aus Graupappe werkeln und zwar erstmal eine Banderole und das steht dann hier so ein bisschen über. Und dann werde ich mir später dieses Schubladenelement, was man dann links oder rechts rausziehen kann, noch separat rein basteln. Aber das habe ich noch nicht vorbereitet, weil ich jetzt erstmal die Banderole zusammen mit euch machen wollte. Und bei den Klötzchen ist es so, ihr braucht insgesamt 10 Klötzchen. Ihr baut einmal drei Klötzchen in einer Reihe und nochmal drei Klötzchen, also alle aneinander leimen und dann nochmal jeweils zwei aneinander leimen. Und dann seht ihr ja, ich habe das dann so übereinander gesetzt. Also bei mir wird es später sein, dass dieses schmale oben ist und dann ist das hier so ein Rechteck und dann diese zwei einmal unten und einmal oben als Boden und als Deckel dazwischen setzen. Also ganz easy und dann haben wir hier nämlich schon mal unseren, ja, unseren Kubus sozusagen. Genau. Dann brauchen wir zwei Stücke in 20 mal 5,1 und zwei Stücke in 20 mal 3,9. Maße und alles schreibe ich euch wieder in die Infobox. Und das machen wir jetzt so, dass wir uns das hier einmal zusammenleimen. Ich habe das jetzt so bemessen, dass das außen angesetzt wird und dass wir das einmal jetzt so zusammenleimen. So, machen wir jetzt auch mal. Dann einmal hier den Leim. Das mache ich. Wie mache ich das jetzt? Ich mache das jetzt mal so. Es ist noch früh am Morgen. Außerdem, für euch ist das jetzt ein Herbstvideo. Ich drehe das aber gerade bei 30 Grad im Sommer. Ja, aber es ist so, wenn man Projekte vorplant,
dann muss ich die manchmal eben auch so früh drehen, weil wir Mädels uns nämlich darauf geeinigt hatten, dass wir für die anderen die Anleitung frühzeitig einstellen, dass man die auch gut basteln kann. Und das bedeutet eben für mich, dass ich das jetzt schon im Sommer getan habe und jetzt hier 30 Grad habe. So, jetzt muss man mal hier gucken, das wird wieder so ein bisschen so eine Friemelarbeit, weil das wird eine Banderole und wieder nicht ganz stabil. Aber diesmal ist es zumindest so, dass es nicht so groß ist. Es ist trotzdem bisschen friemelig wieder. Es dauert immer so ein bisschen, bis das angezogen ist. Es gibt dann ja auch wieder die bebilderte Anleitung als PDF. Werde ich euch auch wieder mit ans Video anhängen, wenn ich es dann auch noch fertig gemacht habe. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir einmal die groben Sachen zusammensetzen. Auch wenn sich das jetzt hier schon wieder etwas schwierig gestaltet. Ich lasse das hier mal jetzt so kurz. Dann einmal das. Ich glaube, ich lehne das hier gleich mal dran. Schön die Kante einleimen. Ist hier nämlich. Nee. Falsch. Das kurze Stück brauche ich. So, wobei das jetzt nicht so ganz clever war, oder? Moment, das gehört hier oben drauf. Oh, fängt schon wieder gut an. Eigentlich hätte ich nämlich das einleimen müssen und nicht das andere. Das war der Fehler. Also das einmal nämlich hochkant stellen. Ganze Tisch klebt schon, beziehungsweise meine Glasmatte. Weil dann kann man sich das nämlich jetzt gleich hier oben zwischensetzen. Muss das hier mal kurz sauber machen. Klebt das die ganze Zeit. Einmal die Kanten. Ist ein bisschen blöd. Ich hätte es vielleicht auch anders zusammenleimen können. Jetzt muss ich das dazwischen setzen. Aber gut, jetzt ist es so. Die Teile für die Schublade muss ich auch noch rausmessen. Also, ihr seid sozusagen bei meinem Prototyp dabei. Aber ich finde es auch mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, wenn ich euch davon einen gleich direkt mitnehme. Dann seht ihr einfach immer, bei mir ist das auch sehr chaotisch und es funktioniert auch nicht immer alles. Aber so ist es ja auch in der Realität. So, aber das geht eigentlich ganz gut, das so dazwischen zu setzen. So, dann kann man das nämlich gleich einmal hier umdrehen. Kann man das hier schön runterdrücken, dann ist das auch schön bündig, so wie hier auch. Deswegen bietet sich das auch an, immer mit einer Glasmatte oder mit einem Untergrund zu arbeiten, der gerade ist. Dann kann man das nämlich schön ja, schön anlegen. Ich meine, Banderolen sind leider immer etwas instabil, weil ja der Boden oder der Deckel, wie man sieht, fehlt. Aber das geht.
Ich habe es auch ein bisschen großzügig bemessen, damit ein bisschen mehr Luft ist. Da kommt ja jetzt auch noch Buchleinen drumherum. Da muss man eh ein bisschen gucken, dass das dann Luft hat. Sonst passt das nämlich nicht mehr rein. So, dann wird das hier nämlich einfach dann reingeschoben. Und dann hat man hier dann später noch dieses Schubladenelement, wo dann dieses Röhrchen drin sitzen soll. Jo. Wobei ich sagen muss, ich habe es schon sehr, sehr knapp bemessen. Also vielleicht mache ich das so. Also der Korken, den kann ich, ja, den kann ich einen Ticken noch reindrücken. Aber ich möchte ja gerne, dass das hier bündig ist. Deswegen werde ich die nächste Schicht Graupappe ja dann hier bündig abschließen lassen. Also ich denke, es ist fast besser, man nimmt 20,5 oder 21, wenn man so ein langes Röhrchen hat wie ich hier. Aber das schreibe ich euch einfach unten in die Infobox rein. Könnt ihr ja dann schauen, wie das für euch passt. Ja, so, dann habe ich das schon mal fertig. Dann können wir aber auch anfangen, wenn das hier so ein bisschen angetrocknet ist, das einzubinden. Jetzt ist die Frage, ich hatte überlegt, das ist ja für eine Hochzeit. Da finde ich, passt es immer sehr schön, wenn das so ein Eukalyptuston ist. Das kommt immer ganz gut, weil die Idee ist es dann, dass ich das hier oben dekoriere. Ne? Also eventuell würde ich mir dann noch ein Stück Graupapier hier oben drauf setzen, was dann auch bezogen ist mit dem und dann schön mit Stanzteilen und Text dekorieren. Ja. Und ich finde, zu dieser Holzoptik passt doch eigentlich ganz gut das hier. Da habe ich auch noch ein größeres Stück. Das sollte hier reichen. Ja, ach so, das ist auch immer eine Frage, wenn ich mit Klötzchen arbeite. Das sind die Klötzchen von Easy Sticks. Maße müsst ihr mal bei denen auf der Homepage gucken. Es ist irgendwie, glaube ich, 2,2 mal 16 mal, weiß ich nicht, 0,8 oder so. Aber schaut da, weil ich habe doch schon festgestellt, da gibt es Unterschiede. Zu den einzelnen Klötzchenherstellern mal sind die ein bisschen breiter, mal weniger breit. Und wenn ihr es genau eins zu eins nachbasteln wollt hier, dann sind das die von Easy Sticks. Ich finde auch die Qualität gut. Ich hole mal kurz meine Schneidematte, weil ich habe schon gehört, dass die Klötzchen vom Klötzchenmann, dass die da irgendwie, dass es so blöd ist mit diesem aufgeklebten Netz. Das haben die hier nicht, die sind lose. Und ja, also ich bin mit denen zufrieden. Ich nehme immer die 4.0 in Eiche. Es gibt aber auch noch andere. So, das kann erstmal weg. Und dann nehme ich hier mein Buchleinen. Da reicht auch genau die Breite. Ich überlege nur gerade. Doch, das kann ich mir dann hier abschneiden, das hier. Weil so viel einschlagen nach innen will ich es nämlich nicht. Braucht man ja nicht, da ist ja noch die Schublade dann. Okay. Dann würde ich sagen, kann man hier einmal einleimen. Das ist jetzt auch so eine schmale Fläche, da nehme ich jetzt auch kein Röllchen, das kriege ich auch ganz gut mit dem Pinsel verteilt. Und das kann man sich ja dann, also ich mache es jetzt wie gesagt für Hochzeit, aber das kann man sich ja auch für Geburtstag oder für den Führerschein oder keine Ahnung, wo man halt so typischerweise vielleicht ein bisschen Geld schenkt, kann man sich das ja dann so dekorieren. Aber das Prinzip kann man ja auf alle Festlichkeiten anwenden. So, dann einmal das. Ich mache das jetzt hier. Ich einmal das so rumdrehen. Ich mache das ja immer gerne, dass ich hier so einen Zentimeter ungefähr Platz lasse zum Umschlagen. Und das mache ich jetzt hier auch. Ihr könnt euch natürlich das Buchlein auch vorher zurechtschneiden, aber mittlerweile mache ich das auch gerne, dass ich das einmal so am Stück lasse. Könnte das hier so ein bisschen mit dem Krakel noch festmachen. Und die Frage ist, das hat sich
So. Das Einzige, was ich mir abschneide jetzt, ist hier das da. Ich werde das hier nämlich gleich einmal gut umlegen. Man merkt, ich bin konzentriert, ich rede nicht so viel. Aber das ist immer das Schwierige, einfach wenn man selber am Prototyp dran ist, muss man auch ein bisschen mehr nachdenken. Wenn ich jetzt schon mal eins gebastelt hätte, dann könnte ich das ja alles schön runterrattern. So muss ich halt selber zwischendrin auch nachdenken, was ich da eigentlich tue. So, dann das. Und dann muss ich mir später mal überlegen, wie ich es dekoriere. Also, weil wir sind jetzt nochmal im Oktober auf Hochzeit eingeladen. Also ist es ja eigentlich schon auch ein bisschen herbstlich. Deswegen war der Plan dann auch die Deko dementsprechend so ein bisschen ja, mit Blättern und sowas zu machen, dass es auch dazu passt. Also Eukalyptus passt meiner Meinung nach egal. Immer. Aber. Ich finde, da passt jetzt auch dann noch irgendwas mit herbstlichen Blättern dazu. Schaue ich aber dann, wenn wir erstmal alles fertig haben. Weil diese Schublade innen, die möchte ich dann auch von innen noch mit Designpapier ja, bekleben. Da muss ich dann auch mal gucken, was ich da noch nehme. Hier eigentlich schon mal eine Linie ziehen. So, dann weiß ich, wo ich abschneide. Ich habe hier auch was Cooles gefunden, und zwar gibt es in der Handwerkerabteilung bei Action gibt es dieses Lineal. Und das ist halt super lang, das sind 50 cm, und es ist ein Metalllineal, was natürlich ideal ist für Graupappe-Projekte. Ich drehe das einmal und deswegen habe ich mir das mal mitgenommen, weil wenn du das so bestellst, sind die ganz schön teuer und das hier hat gerade ein paar Euro gekostet. Und wenn es nichts ist, dann tut es dann meistens auch nicht so weh, weil es halt auch nicht so teuer war. Aber ich finde es ganz praktisch, muss ich sagen. So, einmal gucken. Das dann passt, das sieht gut aus. Dann einmal einleimen wieder. Ich finde sowieso, dass es bei Action viele Tools gibt, die man gut zum Basteln verwenden kann, auch in anderen Abteilungen. Also selbst in dieser Werkzeugabteilung habe ich jetzt auch vieles schon gekauft, um meine Klötzchen zu bearbeiten. Oder wie jetzt hier dieses Lineal, finde ich auch ganz cool. Weil es da halt auch so Bohrer und sowas gibt. Also, da finde ich ehrlich gesagt ziemlich oft das, was ich gut gebrauchen kann. So als Tipp mal für euch. So. Dann hat man hier noch das letzte Stück.
mache ich das aber, glaube ich, so, dass ich das Stück einstreiche, weil ich es dann immer ein bisschen besser an der Kante habe. Und sonst, also ich gehe hier immer dann schön über die Kante drüber, weil die muss wirklich gut kleben, weil sonst geht das auf. Und das sieht dann nicht so schön aus, wenn das hochgeht. Wobei jetzt in dem Fall so viel wird davon nicht zu sehen sein, weil das ja von den Klötzchen auch ein bisschen verdeckt wird. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich es irgendwie versuche festzukleben innen, damit es nicht rausrutscht. Mal schauen. Aber vielleicht lasse ich auch das mit den Klötzchen wirklich so als Banderole, dass man sogar die ganze Box rausschieben könnte. Schauen wir mal am Ende. So, also schön hier eingepinselt. Das machen wir dann nach unten, dann ist das auch okay. So, dann können wir uns das schon einschlagen. Guck, das meinte ich, das franzt dann hier so blöd aus. Hätte ich vielleicht sogar noch lieber ein bisschen kürzer schneiden sollen. Kann man das hier noch mal so ein bisschen besser umlegen. Naja, aber das geht. Ich mache das ja nach unten und dann sieht das auch keiner. Dann können wir uns hier die Ecken einschneiden. Mit der Seite hier an. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier innen auch noch verkleiden muss mit Designpapier, weil wenn ich diese Schublade rausziehe, sieht man das ja. Da muss ich gleich mal schauen, inwieweit man das dann sieht. Sonst müssen wir uns hier halt irgendwie noch Designpapier oder sowas reinkleben. Was jetzt ja auch nicht dramatisch wäre, weil das kann man ja ganz gut mit einem Bogen sogar machen. Glaube, hier, das macht keinen Sinn. Ich schneide das hier mal ab. Hier hätte ich auch ein bisschen gucken müssen, dass die Ecke ein bisschen besser ist. Den Ort nehme ich jetzt ganz dick auf, aber gut, ist jetzt so, wie es ist. Kann ich hier mal noch ein bisschen mehr einschneiden. Also ich achte immer drauf, dass hier natürlich noch ein bisschen Überstand ist, aber auch nicht zu viel. Sonst sind die Ecken so dick. Ich dachte halt, ich lasse ein bisschen mehr Buchlein, dann kann ich mehr nach innen klappen, aber ich glaube, das funktioniert gar nicht so, wie ich gedacht habe. Hier. Ich schlage immer gegenüberliegend um, dass die Ecken schön geschlossen werden. Das ist jetzt hier nicht so schön, ehrlicherweise, aber ich glaube, man sieht das auch gar nicht so. Ja.
jeden Fall gucken, dass die Ecken hier nicht so dolle aufbauen. So, die Ecke hätte hier besser sein können, aber gut. Das ist jetzt so, wie es ist. Einmal hier umschlagen. Okay, so hier schneide ich aber jetzt gleich mal direkt das ein bisschen ab hier. Dann habe ich das nämlich ein bisschen leichter. So, und dann auch hier wieder die Ecken. Also im Prinzip mache ich das gleiche jetzt nochmal. Okay, unsere Banderole wäre fertig. Jetzt hoffe ich, dass die auch hier reinpasst. Sieht gut aus, aber sie sitzt schon relativ locker. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, sie festzukleben. Das können wir dann eigentlich auch machen. Das ärgert mich jetzt nur, dass ich hier unten tatsächlich, ich hätte ein bisschen mehr hier abschneiden sollen. Dann wäre nämlich dieses Ausgefranzelte jetzt nicht. Und eigentlich wollte ich das auch genau vermeiden. Hat anscheinend nicht so gut geklappt. Aber da jetzt nochmal die Kante zu leimen, ist auch blöd. Aber das, ihr seht, das franzt dann so doof aus. Ja, gut. Ich bin ja halt auch kein Graupappe-Profi, also von daher. Aber ich denke, das sieht am Ende eh keiner, ne? Dann guckt, dass das vorne ist. Und ich gucke jetzt gerade mal. Ich denke, ich werde das so machen, dass ich mir jetzt mal hier auf den Boden Leim aufgebe. Und das dann damit gleich festklebe. Also hier ein bisschen was drauf. Natürlich nicht am Überstand. Sonst sieht man das natürlich. So, was ist oben? Ich denke, das wird oben. So, und weil das ja hier noch so ein bisschen Luft hat, ziehe ich das jetzt hier einfach durch und drücke mir das jetzt aber dann nach unten. Und dann sollte das nämlich auch fest sein. Guck, dass es ungefähr gleich ist. Hat zwar hier so ein bisschen Luft, aber das ist egal. Hier ist schon mal weniger. Das ist halt auch, weil die Klötzchen nicht ganz gerade sind. Na, die sind ja auch so ein bisschen uneben. So, dann können wir das uns hier, ich denke, da werde ich mir noch ein Stück Graupappe beziehen und dann hier nochmal so drauf machen. Ja, und dann haben wir jetzt hier dann noch die Öffnung für die Schublade. Und die Frage ist, setze ich da Designpapier rein? Wäre wahrscheinlich schöner. Ich meine, das geht auch relativ einfach, weil ich kann mir da einfach ein Stück Designpapier umlegen. Ja, ich denke schon, dass ich das noch mache, weil wenn man das rauszieht, das sieht dann irgendwie auch nicht so schön aus. Okay, dann schaue ich einmal kurz nach Designpapier und messe schon mal die Maße hier raus für unsere Schublade und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Ich habe jetzt mal diese Innenschubladengeschichte mir zurechtgeschnitten.
Designpapier schauen wir mal, wenn dieses Schubladenelement drin ist, wie viel man davon sieht und ob wir das dann brauchen. Papier habe ich dann auch schon was gefunden. Für die Innenbox, also für dieses Schubladenelement, brauchen wir ein Stück in 3,7 mal 19,6, zwei Stücke in 4,0 mal 19,6 und zwei Stücke in 3,7 mal 4,2 Maße unten in der Infobox. Und jetzt ist es so, dass wir uns dieses 3,7 mal 19,6 Stück nehmen und die beiden Seitenteile mit 4,0 mal 19,6 oben auf den Boden draufkleben. Also diesmal nicht seitlich, sondern obendrauf. Das passt nämlich sonst nicht. Da einmal draufsetzen. So, einmal. Und da werden wir auf jeden Fall Designpapier dann innen verwenden. Ich überlege nur gerade, ob ich noch mal so eine Halterung baue für das Glasröhrchen, weil es immer ein bisschen schöner ist, oder ob ich es mir einfach mache und es einfach nur reinlege. Weil sonst hätte ich ja da immer eine Stanze für verwenden können. Die passt aber jetzt hier nicht bei den Maßen. Schaue ich aber gleich, wie wir das lösen. Es ist immer schöner, wenn dieses Röhrchen ein bisschen schwebt und nicht so platt eigentlich da drin liegt. Und dann einmal das hier oben drauf setzen. Dann ist das hier unser Schubladenelement. Und da habe ich jetzt drauf geachtet, dass das Stück so vorne drauf sitzt, dass man die Kanten nicht sieht, dass das sauber ist. Okay, das sieht gut aus und das gleiche einmal noch hier. Die Graupappe ist diesmal relativ dick, wobei sie eigentlich auch nur 2 mm hat, aber irgendwie ist die echt, also das ist die aus dem Shop vom Kreativdepot, die ist sehr feste und stabil. Das ist auch ganz gut. Ich habe manchmal auch dünnere Graupappe. Okay. Dann wäre das hier unsere Schublade, die wir dann jetzt hier einmal bündig drin haben. Sie wird ein bisschen Luft oben haben, was ich jetzt nicht schlimm finde. Man hätte es natürlich auch noch ein bisschen höher machen können, aber da kommt ja jetzt noch das Buchlein drumrum und ich wollte nicht, dass es dann, ja, dass es nicht passt. Aber ihr könnt natürlich auch anstatt 4,0 4,1 oder so nehmen. Aber ich habe lieber ein bisschen mehr Luft, anstatt dass es dann nicht passt. Also es wird so oder so mit 3,7 und jetzt dann noch das Buchlein. Ihr seht, das ist jetzt schon sehr press. Also ich hoffe, das passt überhaupt. Sonst müsste man 3,6 wahrscheinlich nehmen. Aber jetzt schauen wir mal. Ein kleiner Zwischenschnitt. Ja, ihr seht, hier ist eigentlich schon das fertige Element. Und ja, ich war auch schon am Schneiden vom Video, habe dann aber beim Schneiden gemerkt, nee, das kann ich so nicht lassen. Denn wie ihr hier seht, ist dieser Einsatz überhaupt nicht gut gelungen. Und
da das ein Geschenk zur Hochzeit ist, möchte ich das einfach nochmal anders zusammen mit euch machen. Deswegen gibt es hier heute mal einen Videoschnitt. Normalerweise würde ich sonst auch so Fehler drin lassen, aber das bringt euch nichts, den Fehler jetzt zu sehen, weil dann bastelt ihr das auch nur falsch nach. Also deswegen einmal hier eine Unterbrechung und wir starten hier nochmal mit dem Schubladenelement neu, weil bei diesem Element war es einfach so, dass ich mit 3,7, das hat nicht gepasst. Das war einfach zu eng. Das hatte zur Folge, dass wenn ihr das reingeschoben habt, das Element, dann hat das hier sich komplett einfach aufgeribbelt. Hier auch. Und das sieht dann halt einfach nicht schön aus. Und deswegen werde ich das jetzt nochmal anders da machen. Dafür habe ich mir jetzt schon mal das Gleiche nochmal zusammengesetzt, nur die Maße geändert. Und zwar haben wir jetzt bei all den Elementen, wo ich 3,7 hatte, haben wir jetzt nur noch 3,6. Also das ganze Element hier ist 3,6 breit. Und in der Höhe habe ich es auch noch mal um 1 mm angepasst. Und zwar haben wir jetzt 4,1 mm hier in der Höhe und hier vorne 4,3. Also das bedeutet, ich habe das ein bisschen angepasst. Ich schreibe euch das unten alles genau hin. Wir müssen darauf achten, dass wir hier den Boden haben mit 3,6 mal 19,6. Und hier habe ich es jetzt so gemacht, dass die Seitenteile, also die langen Seitenteile, die habe ich auf den Boden aufgeklebt. Das seht ihr ja hier, ne? Und die Seitenteile, damit das vorne schön bündig ist und ich hier unten keine Kante habe, habe ich die davor gesetzt. Das ist aber auch so bemessen. Das heißt, ihr setzt die beiden Elemente, das und das, einmal auf den Boden und die setzt ihr davor. Genau. Schreibe ich euch aber alles unten nochmal dazu. Ist ein bisschen verwirrend und tut mir auch leid, aber das passiert einfach, wenn man einen Prototypen erst bastelt und nicht dann direkt nochmal die Anleitung neu machen kann. Aber ich habe euch das ja schon mal erklärt, dass ich das einfach zeitlich nicht mehr schaffe und deswegen muss ich jetzt einfach damit leben. Und wir machen diesen Teil einfach nochmal zusammen. Macht ja nichts, Übung macht den Meister und ich lerne ja auch immer gerne aus meinen eigenen Fehlern. Beim Einbinden werden wir es auch jetzt anders machen. Ist ein bisschen blöd, aber ich hatte das erst so gemacht, dass ich hier das auf der kurzen Seite eingebunden habe. Dann habe ich aber dass hier diese Nähte immer wieder so angeschraubt werden. Und das möchte ich verhindern. Und das kann ich nur verhindern, indem ich mein Stück Buchleinen in der Länge nehme. Und das machen wir jetzt auch, auch wenn das ein bisschen nicht so, ja, wie soll ich sagen, natürlich ist das ein bisschen blöd, weil man sich dann so ein gutes Stück Buchleinen zerschneidet in der Länge oder ein bisschen halt von der Breite nimmt, aber das geht nicht anders da, sonst haben wir gleich wieder das Problem mit diesem Aufgeschrappelten und das möchte ich ja gerne verhindern. So, jetzt gucke ich, dass ich hier hinten werde ich irgendwo die Naht machen, weil dieses Element schiebe ich ja hin und her und vorne soll das ja schön aussehen und deswegen muss ich dann diesen Überschlag hier hinten irgendwo machen. Das bedeutet, ich seht ihr das überhaupt? Ja, ihr seht es ein bisschen. Ich muss das hier mal ein bisschen zu euch hochschieben. So, das bedeutet, ich werde jetzt einmal das hier festleimen und habe dann nachher hinten eine Naht. Wird man aber so auch nicht sehen, weil es geht ja mehr um dieses Schiebeelement. Und bei dem Versuch von eben war es halt auch so, dass dann in diese Banderole auch kein Designpapier mehr reingepasst hat. So, und jetzt hoffe ich, dass ich einfach durch diesen Versuch hier das hinbekomme, dass man da wenigstens noch Designpapier unterbringen kann. So, was ich aber jetzt als erstes mal noch mache, ist, dass ich mir hier einmal grob entlang schneide, also hier ungefähr. Schneide ich dann immer ein Stückchen weiter, dass ich das hier gleich umklappen kann. Und ich werde das auch so machen, dass ich das Buchleinen hier ein bisschen vorne vorher aufhören lasse, damit sich das nicht so aufribbelt. Das war nämlich wirklich blöd. Und ich hoffe, dass das jetzt beim zweiten Mal dann besser funktioniert. Wir leimen uns einmal die Seite ein.
Und ich wollte ursprünglich bei dem Schubladenelement auch Patronenköpfe anbringen, was aber auch nicht funktioniert hat, weil ich konnte es wirklich nur schieben. Mal gucken, ob ich das jetzt integrieren kann. Es ist nicht zwingend notwendig, ehrlicherweise, aber ich will trotzdem mal schauen, ob ich es integrieren möchte und kann bei dieser Variante oder eben nicht. So, dann klappen wir das hier einmal um. Hier einmal weiter. Kann man hier einmal drüber gehen. Dann einmal das hier umlegen. Ich habe schon alles wieder weggeräumt gehabt, war mit dem Video fertig, aber wie gesagt, beim Schneiden des Videos habe ich mir dann gedacht, nee, das sieht echt blöd aus. Ich schneide hier noch mal weiter. Müssen wir dann nur gucken, wie ich das mit dem Boden mache, weil ich bei dieser Variante jetzt natürlich keinen Boden eingebunden habe. Das war wiederum bei der anderen Variante besser. Aber da man mehr auf die Seiten achtet, anstatt auf den Boden, ist das ehrlich gesagt wichtiger bei diesem Schubladenelement. Und dann kann ich mir das hier einmal abschneiden. Dann wird es auch ein bisschen einfacher jetzt zum Bearbeiten. Halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. Und zwar lege ich mir das jetzt hier einmal richtig schön in die Ecke, dass ich mir hier vorne eine Hilfslinie ziehen kann. Ne? Mal gucken, dass das wirklich richtig hinten ist. So, das wäre theoretisch mein Abschluss, wo ich jetzt abschneiden würde. Aber ich werde das diesmal etwas versetzen. Und deswegen nehme ich jetzt hier das Lineal. Stehen und versetzt das hier so ein paar Millimeter, damit es da nicht ganz angrenzt, auch wenn man das dann so ein bisschen sehen wird. Aber ich werde das dann so einleimen gleich, dass es richtig hier anliegt, ne? Dass man hier keine Fäden mehr bekommt, die sich aufribbeln können, wie das eben die ganze Zeit passiert ist. Und ich glaube, das letzte Stück gleich mache ich dann, dass ich das Buchlein wieder einleime. Dann habe ich auf jeden Fall die Kante schön. Dann einmal hier ordentlich Leim drauf. Ich gucke, dass ich nicht ganz bis hoch leime, weil ich ja hier noch mir gleich die Ecken einschneiden muss. Aber es ist wichtig, dass diese Kante hier gut eingeleimt ist. Sonst habe ich wieder die Problematik mit diesem Aufribbeln.
gucken, dass das natürlich auch ein bisschen gerade ist, wenigstens. Das ist dann halt einfach die Rückseite. Also wen das stört, der kann das natürlich auch bis vorziehen. Aber die Gefahr, dass sich das durch dieses Schieben dauernd irgendwie aufrippelt, das ist halt größer. Und deswegen mache ich das diesmal so. Weil ich das wirklich nicht schön fand, wie sich das so aufgedröselt hat. So, dann einmal die Ecken einschneiden. Ist auch egal, wo wir anfangen, beim Boden oder oben. Festgeleimt, dann lasse ich es. Einmal die langen Seiten. Gucken, ob ich dann gleich noch ein Stück unten auf den Boden klebe oder ob ich es einfach so lasse. Da guckt eigentlich doch eh keiner hin, weil wenn man die Schublade aufzieht, guckt man von oben rein und nicht unten drunter. Weil ich weiß nicht, wenn ich da unten drunter dann auch Buchlein klebe, ob das dann nicht wieder sich aufribbelt. Also ihr seht, dass wenn man dieses Schiebeelement so macht, hat man einfach mehrere Herausforderungen. Dann die gegenüberliegende Seite. Zu viel Leim. Also ich habe es zumindest durch Zufall so geschafft, dass es eigentlich hier unten geschlossen ist und zumindest die Pappe nicht rausguckt. Also denke ich, werde ich das sogar so lassen. Das war jetzt aber tatsächlich echt Zufall. Ne? Das hat man dann hier so eine Naht. Ist aber okay. Dann noch die Seiten. Ich zumindest, dass ich das jetzt hier so ein bisschen sauber abschneide. Gut, da ist es jetzt so, dass da ein bisschen die Pappe rausguckt. Ja, mal schauen, wie ich das löse, ob ich da dann trotzdem was drüber klebe. Das mache ich davon abhängig, ob das Ganze jetzt durchflutscht, also quasi leichter zu schieben geht oder nicht. Weil das ist ja dann tendenziell auch wieder was, was aufbaut. Und ich möchte eigentlich lieber innen nochmal Designpapier hinbringen auf der Innenseite, weil das, glaube ich, einfach ein bisschen sauberer dann aussieht. Und dann würde ich lieber auf den Boden hier verzichten. Aber schauen wir mal, wie es jetzt dann diesmal ist. Okay. Und das Gleiche mache ich jetzt einmal für den oberen Rand.
Okay, jetzt sieht das so aus. Und jetzt habe ich einfach nicht mehr diese Problematik, wenn ich das durchschiebe, dass ich hier und hier irgendwas aufreiben kann, außer hier. Das ist natürlich meine Schwachstelle. Aber jetzt seht ihr auch gleich schon, wie ich es fertig dekoriert habe. Das sieht nämlich so aus. Also wenn man jetzt aber schaut, dass das immer das ist, wo man dran zieht oder schiebt, dann wird sich das auch nicht mehr aufribbeln, weil man ja dann hier nicht die ganze Zeit über die Kante drüber geht. Aber jetzt funktioniert das hier schon viel, viel besser. Das ist jetzt richtig gut. Das gefällt mir jetzt auch viel, viel besser als bei der Variante davor. Da war das nämlich überhaupt nicht gut. Da ging es auch überhaupt nicht leicht auf. So funktioniert es gut. Perfekt. Aber ich glaube, ich brauche die Patronenköpfe eigentlich trotzdem nicht. Machen wir die Innenverkleidung nochmal. Denn da, na, hier kommt es trotzdem nicht gut durch. Denn da haben sich die Maße einfach geändert. Und deswegen mache ich das jetzt auch einfach nochmal neu. Da behelfe ich mir immer, indem ich mir jetzt erstmal hier Seitenteile mache. Ich habe jetzt hier 4,1 cm verwendet gehabt. Also würde ich sagen, schneide ich mir mein Papier bei 3,9. So, gucken wir mal. 3,9. Überlege gerade nochmal. Ich habe es aufgesetzt. So 4,1. Ja, 3,9, so 2 mm weniger. Das sieht immer ganz gut aus als Rand. Also ein Streifen bei 3,9. Dann falte ich mir einmal bei circa 1 cm eine Linie, schneide mir hier hinten das Stück so ein bisschen ab. Das ist auch erstmal egal in welcher Länge, weil das schneiden wir gleich eh nochmal. Dann einmal hier umfalten und dann lege ich mir das hier nämlich so rein in die Ecke. Und anstatt mir das zu messen, was meistens ja eher ungenau ist, versuche ich mir das jetzt hier mit dem Falzbein so ein bisschen in die Ecke zu drücken. Und dann einmal nachfalzen. Und dann einfach nochmal ein bisschen was abschneiden, damit ungefähr so links und rechts 1 cm Überstand sind. Nicht, dass ich zu viel abschneide. So, genau. Und dann habe ich nämlich hier die eine Ecke, die kann ich mir auch gleich festkleben. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite auch noch mal. Okay, dann haben wir jetzt schon mal die Ecken. Dann schneiden wir einmal ein Stück in der Breite 19,5. Aber ich nehme diesmal 19,4, weil 19,5 war auch wieder so, ja, weiß ich nicht. Am besten wäre ein 19,45, also so ein bisschen knapp dazwischen. Und dann macht das jetzt auch so 19,45 ungefähr. Einmal schneiden. Dann bei 3,9 können wir schon mal falzen. Das ist nämlich die gleiche Höhe wie eben.
So, 13,9 und 3,9 und 3,6 sind 3,9 und 3,6 sind 6,9, 7,5. Das heißt, bei 7,5 nochmal falzen. Also hier ist meine Falzlinie von eben und dann bei 7,5 die nächste. Dann kann man jetzt eigentlich noch mal 3,9 dazu rechnen. Was habe ich jetzt gemacht? Na, seht ihr, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. 3,9 und 3,6. Ah, es sind nicht 3,6, es sind 3,1. Ja, dann nehme ich halt die andere Seite noch mal. Also, und 3,1 sind nämlich 7. 7 und 3,9 sind 10,9. So, das ist dann auch einfacher. Dann kann ich es direkt abschneiden. In der Hoffnung, dass es jetzt passt. Das ist hinten. Und dann ist das. Ja, jetzt passt es perfekt. Seht ihr? Und dann sieht man auch nicht, dass da irgendwie das übersteht. Ich finde, das ist immer, wenn man mit Designpapier eine Box werkelt, eine super Geschichte. Kriege ich es nur nicht mehr raus. Um die Innenverkleidung zu machen. So, dann geben wir uns hier ein bisschen Kleber auf dem Boden. Einfach hier ein bisschen umklappen und schaut, dass ihr möglichst oben an der Kante Kleber aufgibt, weil das ist dann das, was man sieht, wenn das so ein bisschen abhängt. Und dann das gleiche hier nochmal. Mein Kleber ist leer. Und dann noch einmal feststreichen hier. So, schaut mal, das sieht gut aus. So rum bis vorne. Ja, perfekt. Das heißt, wo ist mein Röhrchen? Hier. Das passt dann auch jetzt hier perfekt rein. Ich denke auch nicht, dass ich noch eine Halterung mache. Und dann habe ich nämlich jetzt hier passt es jetzt richtig gut rein. So. Die Frage ist jetzt, wenn man das so aufschiebt, sieht man halt hier, dass das hier nur bis da geht, und da wollte ich jetzt eigentlich noch mal mit Designpapier dran arbeiten. So. Aber das kann ich jetzt nicht nehmen mehr. Oder kann ich das doch nehmen, weil eigentlich oben muss es ja nicht machen. Ich muss es auch nur als U machen. Aber ich glaube, das reicht nicht ganz.
Muss ich leider nochmal einen neuen Bogen anfangen, weil ich es da ein bisschen verschnippelt habe. Aber es ist eh nicht lang genug gewesen. Beziehungsweise doch, eigentlich kann ich 19,6 aufnehmen. Also das sind 20, also 19,6 einmal abschneiden. Dann habe ich also innen, das ist jetzt hier, das muss ja die gleiche Höhe sein. So, was haben wir hier? Wir haben hier 4,4, also 4,4. Und 3,6 sind 8. 4,4, ja, sind 8. Weil das sind ja 3,6, ja. Und 8 und dann nochmal 4,4 sind 12,4. Ich überlege jetzt nur gerade, mache ich doch den Kreis, aber man sieht es echt nicht. Das ist eigentlich ein U würde reichen. Ein U reicht. Ja, ein U reicht. So. Man sieht es eh nicht. Also, wer es natürlich will, dass es geschlossen ist, der kann es dann auch noch mal rumführen, aber eigentlich reicht ein U. Ja, das sieht viel schöner aus. Ja, sehr schön. Da bin ich richtig happy jetzt, dass ich das doch nochmal gemacht habe. Auch wenn das jetzt nochmal ein bisschen Arbeit bedeutet hat, aber das hat sich gelohnt. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das clever hinkriege mit dem Kleber. Jetzt muss das hier auch irgendwie ein bisschen Kleber versehen. Ein bisschen doof jetzt, aber müsste trotzdem funktionieren. Da braucht man ja auch nicht so viel Kleber, eher oben. So, jetzt schiebe ich das hier. Ist jetzt natürlich hier vorne ein bisschen blöd, aber das kann man dann einfach ein bisschen abwischen. Schaut, dass es dann ungefähr vorne den gleichen Abstand hat. Na, das sieht einfach jetzt ein bisschen sauberer aus. Wo ist jetzt mein Schiebeelement? Hier. Gucken wir mal. Das ist es jetzt. Jetzt passt das nicht mehr rein. Also es muss am besten auch drin bleiben, bis das getrocknet ist. So. Ja, jetzt geht es auch schon wieder schwerer, seht ihr? Ja. Jetzt geht es wieder schwerer, weil ich das Papier drin habe. Aber geht. Ja, okay. Perfekt. Seht ihr, jetzt ist es hier, dass man das zumindest nicht mehr ganz so blöd sieht. Ja. So, jetzt bin ich happy. Jetzt kann ich euch auch einfach noch zeigen, beziehungsweise sagen, was ich hier oben noch gemacht habe.
Und zwar habe ich, Moment, ich muss einmal kurz ein bisschen zoomen, dass ihr nicht geblendet werdet. So, ich habe verwendet gar nicht mal so viel. Also ich habe vom Designpapier hier ein paar von diesen Blüten ausgeschnippelt. Dann habe ich dieses Stempelset hier verwendet. Liebe ist geben, nehmen, teilen und halten. Das ist dieses hier. Nennt sich Design dein Liebe ist. Dann habe ich einmal die Schmetterlinge hier verwendet, beziehungsweise einen davon. Das sind Heike Schmetterlinge mit Prägung. Dann einmal diese Blätter, die sind aus meinem Bestand von Craft and You Design. Nennt sich Set of Tricks. CW 229, wer das sucht, kann hier mal schauen. Dann habe ich einmal diesen frische Siegel hier verwendet. Kann man nämlich auch perfekt als Verschluss oder Art Optik Verschluss verwenden. Das sind die frische Siegel in Oval. Dann habe ich hier für hier vorne diese beiden Herzen, habe ich dieses Set hier verwendet. Das ist aber schon ganz alt. Ja, aber ich denke, es gibt auch noch andere Herzen, die ihr verwenden könnt. Das ist hier Designer Herzanhänger. Da habe ich dieses Herz hier verwendet. Und dann hatte ich noch ein paar von diesen matt weißen Enamel Dots für hier verwendet. Gesprenkelt mit Colirus habe ich auch wieder mit zwei Farben. Und zwar einmal mit der Farbe Mint, sieht man aber nicht so, weil es wirklich dezent ist. Und dann einmal mit dieser hier. Das ist jetzt keine Colirofarbe, die man, glaube ich, kaufen kann. Aber die hat halt wunderbar farblich dazu gepasst. Die habe ich mal bei einer Bestellung mit dazu bekommen. Und ja, deswegen kann ich euch da jetzt leider keine Farbe zu nennen. Und ja, dann ist unsere Geldgeschenkbox, so, ist dann auch jetzt fertig. Und jetzt bin ich auch wirklich happy damit, dass ich das hier nochmal neu gemacht habe. Auch wenn es jetzt hier durch das Papier natürlich doch wieder etwas schwerer geht. Aber dadurch, dass ich jetzt hier nichts mehr habe, was ich aufribbeln kann, ist das nicht so schlimm, wenn ich das hier durchschiebe. Ja, und hier hinten ist es ja dann jetzt so. Sehr, sehr cool. Na, und das passt hier dann auch perfekt rein. Ich mache da auch keine Halterung mehr, sondern ich lasse das Röhrchen dann auch da genau so drin. Und dann kann man dann später einfach die Geldscheine reinpacken. Ich werde hierzu noch eine Karte basteln, aber jetzt erstmal für euch die Anleitung für das Projektliebe-Projekt. Und ich hoffe, euch gefällt die Idee. Wie versprochen, werde ich euch jetzt noch die bebilderte Anleitung hinten dranhängen. Maße schreibe ich euch auch jetzt noch mal geändert in die Infobox. Und ich werde aber gucken, dass das Video so geschnitten ist, dass man das alles gut versteht. Ja, und das hier wird dann tatsächlich mal im Müll landen. Aber ihr seht, ne, das ist keine gute Lösung gewesen. Ja, also ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.